In dieser Geschichte geht es um einen Raben. Dieser Rabe sitzt auf einem Ast. Dann kommt ein zweiter Rabe und sagt, was machst denn du da? Dann sagt der erste Rabe, du, nichts Besonderes. Ich sitze hier dumm rum und gucke blöd. Ach, sagt der zweite Rabe, habe ich noch nie was von gehört. Das klingt spannend, mache ich auch. Zack, sitzt auf dem Ast daneben nicht. Da kommt ein Häschen angehoppelt, guckt nach oben und sagt, was macht ihr beide denn da oben? Dann sagt der zweite Rabe, du, ich kannte das auch nicht, das ist was ganz Neues. Wir sitzen jetzt einfach dumm rum und gucken blöd. Gott, sagt das Häschen, wie ungewöhnlich. Ich glaube, das probiere ich auch. Zack, sitze unter dem Baum und guck blöd in die Gegend. Nicht? Da kommt der Fuchs, guckt sich das Häschen an, guckt hoch zu den beiden Raben, zögert ein Sekündchen und sagt, was macht ihr hier eigentlich? Sagt das Häschen, du wirst es nicht glauben, aber wir sitzen dumm rum und gucken blöd. Oh, sagt der Fuchs, also wenn es alle machen, mache ich es auch. Zack, sitzt er daneben und guckt blöd. Da kommt ein Jäger aus dem Wald, guckt ein Sekündchen, erschießt den Fuchs, erschießt den Hasen, sammelt die beiden ein und geht nach Hause. Da guckt Rabe 1 zu Rabe 2 und sagt, siehst du, dumm rumsitzen und blöd gucken funktioniert eben nur in einer höheren Position.